Hallo, mein Name ist Holger Steinbrink vom Steinbeck Training Center Audio Workshop. Und wir haben ja zahlreiche Cubase-Tutorials im Angebot und in diesem kurzen Video möchte ich mal zeigen, welche Tutorials für wen geeignet sind. Fangen wir an mit unserem Cubase Complete Basic Tutorial. Wie der Name schon sagt, das ist ein Basistutorial und richtet sich explizit an Einsteiger und Umsteiger, die vielleicht von einer anderen Software kommen. Hier wird wirklich auf die Basics eingegangen. Wie richtet man sein Cubase ein? Wie funktioniert das Audio-Interface in Verbindung mit Cubase? Wir nehmen Audio auf, wir nehmen MIDI auf, wir steuern virtuelle Instrumente an, bauen so einen kleinen Song, um einfach ein bisschen ja, in Cubase reinzufinden. Wer schon ein bisschen mehr weiß, für den eignet sich das nächste Tutorial. Das ist unser Top-Tutorial eigentlich, das Cubase Complete, die Referenz. Wie der Name schon sagt, eben die Referenz. Ich nenne es immer gern das verfilmte Handbuch, weil es hier sich um das gesamte Programm von Cubase dreht. Hier werden alle Bedienelemente, alle Menüs, alle Funktionen im Detail und immer anhand von praktischen Beispielen erklärt. Das setzt also auf dem Basic-Tutorial auf. Und das kleine Problem, was ich dabei hatte, ist, dass eigentlich zu wenig Zeit ist. Deshalb habe ich noch ein zweites Cubase Complete Tutorial gemacht, was auch zu dieser Reihe dazugehört. Das nennt sich Cubase Complete FX und Instruments. Das behandelt nämlich alle Audio- und MIDI-Effekte sowie die virtuellen Instrumente, die mit Cubase mitgeliefert werden. Alle drei Tutorials funktionieren im Grunde genommen auf jeden Fall immer mit der aktuellen Artist- und auch der Pro-Version von Cubase und mit Einschränkungen natürlich auch mit der Elements- und der LE- und den AI-Versionen. Es gibt jeweils immer ein kleines Dokument mit dabei, wo man sehen kann, was für welche Version geeignet ist. Und es geht noch weiter. Wir haben aus der Cubase Complete-Serie noch ein weiteres Tutorial, nämlich das Cubase Complete Mixing und Mastering. Wie der Name sagt, hier geht es speziell um das Thema Mixing und Mastering und zwar hier anhand eines Rocksongs, der von Null bis zum fertigen Master komplett gemischt wird. Es werden also alle Bedienschritte gezeigt, was man macht, wie man Kompressoren einsetzt, wie man EQs einsetzt, wie man Metall arbeitet, speziell im Bereich Rock. Und damit man sich nicht jedes Mal, wenn eine neue Cubase-Version rauskommt, irgendein Tutorial neu kaufen muss komplett, gibt es von mir jedes Jahr zum Release einer neuen Cubase-Version ein sogenanntes Cubase-Praxis-Ergänzungstutorial. Und die gibt es auch nur als Download. Und hier haben wir zum Beispiel das Cubase 9.5 Praxis. Das bedeutet, wer die Cubase Complete-Serie sich gekauft hat, der braucht, wenn eine neue Version rauskommt, wirklich nur noch dieses Praxistutorial und muss nicht mehr wirklich alles neu kaufen. Das gilt auch für zukünftige Versionen, falls es irgendwann mal Cubase 10, 10, 5 oder 11 gibt, dann wird es jeweils ein entsprechendes Ergänzungstutorial hier als Download dafür geben. Und ich habe mir gedacht, natürlich macht es Sinn, wenn jemand direkt mehrere Tutorials haben möchte, dass ich verschiedene Pakete anbiete, die natürlich preisreduziert sind. Aktuell gibt es hier die Cubase Complete Collection, die besteht aus der Cubase Complete die Referenz und dem FX und Instruments. Und man bekommt automatisch natürlich jeweils das aktuelle Praxistutorial mitgeliefert. Im aktuellen Fall ist es zum Beispiel die 9.5-Version, die man dabei bekommt. Das gibt es als DVD-Package, natürlich als Download oder sogar auf unserem USB-Stick. Dann gibt es das ganz große Paket. Wie man sieht hier, besteht aus drei DVDs. Cubase Complete Basic, die Referenz und FX und Instruments. Auch hier als Download oder auf dem USB-Stick und natürlich auch hier jeweils mit dem aktuellen Praxistutorial im Lieferumfang. Und last but not least gibt es noch einige andere Tutorials zum Thema Cubase oder den angeschlossenen Instrumenten von Steinberg. Stellvertretend habe ich hier mal aufgezählt, zum Beispiel für den Pad Shop Pro gibt es da ein Tutorial oder für den Retrolog. Es gibt Cubase Masterclass Tutorials, die spezielle Tipps und Tricks behandeln bei der Arbeit mit Cubase oder zum Beispiel ein sehr umfangreiches Tutorial zum Helion und Helion Sonic. All das sind ergänzende Tutorials, die in sich abgeschlossen sind, die also nicht die anderen Tutorials voraussetzen und vor allen Dingen gibt es da eigentlich auch keine Überschneidung, sodass man hier wirklich gezielt den entsprechenden Umgang mit dem Produkt oder mit dem Instrument lernen kann. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Überblick geben, was es da von uns gibt und wer noch Fragen hat, der kann auf unserer Webseite natürlich nachlesen, die ich hier einblende und mir aber auch direkt eine E-Mail schreiben. Hier die E-Mail-Adresse dazu.